Hallo zusammen, ein Jahr schön für mich Box. Mann, das ging echt schnell rum, wenn ich so überlege. Und wir haben hier die Jubiläumsausgabe sozusagen, beziehungsweise die April-Box. Und die machen wir jetzt mal zusammen auf. Auskippen. Ich muss mich ein bisschen sputen. Wir wollen nämlich gleich noch das Wetter, obwohl da ziemlich dicke Wolken sind, ein bisschen nutzen und auf dem Spielplatz. Wir treffen uns mit einer Freundin. Hallo, falls du das siehst. So, da haben wir die Karte. Da gucken wir mal noch nicht rein. Und dann sieht das Ganze so aus. Habe ich angemacht? Ja. Wäre sonst ungünstig, ne? Also, ist auf jeden Fall voll gestopft bis oben hin. Und das erste ist ja cool. Das ist so ein Duttknoten, ne? Von For Your Beauty, da ist auch abgebildet, wie das funktioniert. Ich weiß was nicht, ob das mit meiner Haarlänge, ich meine von der Farbe her kommt das ja gut hin, ne? Dieses Geschirrspülwasser blond. Also einfach einen Zopf drum und dann das so reinstopfen. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich habe da ja echt zwei linke Hände für sowas. Aber ich finde es cool. Ich probiere es gerne mal aus. Dann eine kleine Packung mit 35 Wattepads. Wattepads von Lilly B. Die benutze ich auch immer täglich. Ja, gehört zu meiner normalen Gesichtsroutine morgens, abends oder sei es die Nägel ablackieren oder wie auch immer dazu. Allerdings dann immer die große Größe. So, dann haben wir ein Max Factor Masterpiece Glamour Extensions 3-in-1 Volumizing Mascara. Irgendwann haben die so lange Namen, dass es einmal so ganz rumgeht. Mal gucken, in Black. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die ist unten ein bisschen schmaler und wird nach oben ein bisschen breiter. Ich finde es aber schön, dass sie dennoch recht schmal ist. Sorry, Telefon hat geklingelt und dann, du nimmst ab und dann kommt als erstes, Hallo, Sie haben die Chance bei unserem Mini Cooper Gewinnspiel teilzunehmen, bla bla bla. So eine Computerstimme gleich aufgelegt. Was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube, es ging um das Bürstchen, das ich gerade letztens in einem Video gesagt habe, dass ich das gerne mag, wenn die etwas schmaler sind, weil ich mir sonst einfach überall gegenhau. So, ach, das ist ja witzig. Den, das ist so ein Taschenrasierer, den habe ich letztens gerade erst hier bei den Germany's Next Topmodels, da haben sie ja ganz indiskret irgendwie, ganz unauffällig die Werbung praktisch mit reingebracht in die Folge, wo die sich da, die beiden, ich glaube zwei haben gebadet und eine saß dann daneben und hat sich irgendwie mit diesem kleinen Teil die Beine rasiert. Jo, ich bin jetzt niemand, der seinen Rasierer mit irgendwie in der Handtasche rumschleppt. Aber warum nicht, ne? Ja, Gillette Venus Snap. Außergewöhnlich glatte Haut für unterwegs. Naja, für die Models unter uns, ne? Die immer von einem Termin zum nächsten hetzen. Ist das sicherlich. Kann man das gut gebrauchen. So, dann haben wir einmal von Fußwohl Geleinlage Party Pads. Da habe ich jetzt mal eine Frage, also jetzt nicht speziell zu diesen Pads, aber ich habe ein paar, ja, Pumps, die sind mir zu groß. Kann man da was machen? Gibt es da auch irgendwelche Einlagen? Ich will jetzt keine Socken vorne reinstopfen. Gerade so bei Pumps, irgendwas, wo man jetzt nicht höher kommt, sondern... Keine Ahnung, dass man, also dass sie wieder passen, weil ich schlupp da total drin. Im Prinzip sind die gefühlt eine Nummer zu groß. Ich weiß nicht, ob meine Füße geschrumpft sind oder ob ich sie gekauft habe damals. Das ist über 5 Jahre her, als meine Füße einfach größer waren, geschwollen, vielleicht nach einem langen Marathon-Einkauf oder sowas. Auf jeden Fall sind sie mir zu groß inzwischen. Und gibt es da irgendwas? Wenn da irgendeiner einen Tipp hat, gerne in die Kommentare.
So, dann haben wir von Alterra. Alterra finde ich übrigens sehr gut, zumindest was den Puder angeht. Ein Quattro Rouge Powder Multi Rose. Sehr schöne Farben auf jeden Fall. Gefällt mir auch sehr gut. Was haben wir hier? Ein Eyeliner, wie cool. Hatte ja auch erwähnt, dass ich immer noch auf der Suche nach dem perfekten Eyeliner bin. Mir ist übrigens von der Brille der eine Nasennupsi ist mir. Das ist ja noch meine 24-Brille. Und da habe ich ja mal ein Video zu gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich die jetzt habe. Ein, 2 Jahre auf jeden Fall ist einer dieser Nasenflügel abgebrochen. Und die konnte ich mir gratis nachbestellen. Die sind heute gekommen. Jetzt muss ich natürlich zu einem Optiker gehen, der sie mir da wieder ranschraubt. Denn ich schätze mal, da muss ich dann was bezahlen, weil es eben keine Brille von dem Optiker direkt ist. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch günstiger als eine neue Brille, ne? Oh, der ist sehr, sehr flüssig und relativ kurz und knubbelig, dick. Für mein Verhältnis. Muss ich ausprobieren, ob das nicht zu feucht ist. Der macht einen sehr nassen Eindruck. Ich bin gespannt. Rival de Loop Liquid Eyeliner in Black. So, was haben wir als nächstes? Es sieht aus, als wenn es gut riechen würde. Und zwar von Dove. Mandarine und Tiare-Blütenduft. Was ist das? Eine Dusche? Weichere Haut nach nur einmal duschen. Ja, dann ist das eine Dusche. Reichhaltige Pflegedusche. Oh, die riecht bestimmt gut. Na komm mal, geh auf. Boah, die riecht wirklich gut. Könnte noch mehr nach Mandarine riechen. Aber auf jeden Fall sehr frisch, total angenehm. Also richtig jetzt was für den Frühling. Schöner Duft, gefällt mir gut. So, dann haben wir noch, wo wir schon von Düften reden, von Essential Garden Joyful Rose ein Parfüm. Ach, hatten wir nicht so einen letztens schon mal, so einen angebissenen Apfel? Aber das muss dann eine andere Sorte gewesen sein. Es kommt mir jetzt gerade bekannt vor, hier dieses. Es erinnert mich so ein bisschen an so einen angebissenen Apfel. Aber war das Joyful Rose? Sagt mir jetzt irgendwie nichts. Oh, das war ein bisschen zu dicht. Sehr süß. Steht hier irgendwas zu? Nichts Brauchbares. Wir warten mal einen Moment. Jetzt aktuell ist es noch nicht so meins, aber wir warten mal ab. Wir haben ja noch ein Teil. Ach, wie süß. Von Essence und. Oh, richtig rumhalten. So ein kleines Täschchen. Essence The Gel Nail Polish. Und hier hängt noch so eine kleine. So ein kleiner Nagellack dran, aber auch so. Weiß ich nicht. Kunststoff. Da-da-da-da. Drei Nagellacke, die gehören wahrscheinlich zu diesem Set dazu. Long Lasting Love, unglaublich lang anhalten, so ein kleines Heftchen. Oh, da sind die ganzen Farben drin. Und dann erstens Base Coat, zweitens Nagellack und drittens den Top Coat. Und die haben wir hier wahrscheinlich auch drin. Base Coat, Nagellackfarbe in der gleichen, das ist tatsächlich haargenau die gleiche Farbe wie das Täschchen. Das ist die Farbe Forever Young. Diese passt zu mir, ne? Aber es ist eine ganz tolle Farbe, gefällt mir richtig gut, so richtig auch. Ja, Frühling, Sommer, ne? Was Frisches, das ist kein Weihnachtsrot, das ist so ein richtiges. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie man die Farbe nennt. Also es ist echt schön. Gefällt mir gut, die Farbe. Und ein Topcoat. Mit Extreme Shine. Ja, eine ganz tolle Box. Warte, wo habe ich die Karte?
Da gibt es hier und da wieder 20% Coupons und ein 2,50 Euro Coupon, falls man die Sachen nachkauft. Hier ist nochmal alles erklärt. Achso, zu dem Parfüm, inspiriert von der Rose in all ihren wundervollen Facetten. Filigraner, leichter Duft, der dich sofort um den Finger wickelt. Also jetzt aktuell ist es einfach nicht so wirklich meins. Das ist mir... Ich weiß nicht, ob das die Rose ist, vielleicht zu rosig, zu, weiß ich nicht. Ist einfach nicht mein Duft, nö. Also zumindest jetzt nach 2-3 Minuten ist es nicht so mein Duft. Aber ich bin total zufrieden mit der Box. Ich meine, wer würde das nicht für 5 Euro? Ist auf jeden Fall eine super Zusammenstellung. Ich freue mich trotzdem über jedes einzelne Teil und bin gespannt, ob ihr mir helfen könnt, was mein zu großes Schuheproblem angeht. Dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Denkt dran, die Verlosung endet, glaube ich, auch bald. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf. Instagram ist heute Abend zu Ende. Ich glaube, Facebook morgen... Bin mir jetzt nicht sicher, ob dann die YouTube-Verlosung am Sonntag oder am Samstagabend. Also ich verlinke euch sonst das Video von der Verlosung unten nochmal. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und hoffentlich ein paar Sonnenstrahlen. Tschüss! Ich glaube, das steht für morgen noch hier. Mach mal, dreh dich mal ein bisschen weiter rum. Das blutet.